Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier in Splinter Cell Blacklist von Tom Clancy. Also Tom Clancy Splinter Cell, muss man ja sagen. Der Autor hat ja die Story maßgeblich geführt. Ja, wir sind hier immer noch im Hauptquartier Paladin, ein fliegendes Flugzeug. Flugzeuge fliegen meistens. Ich würde sagen, indem wir die Grimm-Mission, eine Nebenmission gemacht haben, da ihr Balk schon ein bisschen hochgekommen ist, er eh nur zwei Spielermissionen hat und Charlie nur, ja, Missionen hat, die ich arsch finde, machen wir jetzt die Hauptmission weiter. Und ja, Versteck, Benghazi, Libyen, Solo-Kampagne, das machen wir doch direkt. Ja, go. Jede Mission in der Solo-Kampagne bringt Sam einen Schritt näher zu seinem Ziel, die Engineers aufzuhalten. Halte den nächsten Blacklist-Angriff auf, bevor es zu spät ist. Heute wurde in Ansbach, Deutschland, ein Demonstrant von einem Wachposten angeschossen, nachdem dieser ihn für eine potenzielle Bedrohung hielt. Gunther Schmidt, 34, trafen zwei Kugeln am Bein, als er sich trotz Aufforderung stehen zu bleiben weiter dem Tor des Stützpunktes näherte. US-Basen in aller Welt wurden nach dem sogenannten Blacklist-Angriff in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Alles klar, befreie Andrei Koben aus seinem Benghazi-Versteck. Machen wir doch direkt. Was passiert da in Benghazi? Mein Kontakt ist in einem CIA-Unterschlupf. Da ist jemand, der Informationen über Guam hat. Sie geben ihn aber erst frei, wenn er verhört wurde. Festgenommen? Negativ. Er ist in ihr Büro spaziert. Ist nicht möglich, dass es ein Spinner ist, der einen kranken Humor hat? Verheimlicht ihr etwas? Sein Name ist Andrew Coben. Sagt euch das was? Sam. Hey, Moment. Kennen wir den Kerl? Es stellt sich nur eine Frage. Warum sollte sich ein gesuchter Waffenhändler der CIA stellen? Und das nach Guam? Wieso überlassen wir es nicht der CIA, ihn zu verhören? Vergiss die Jungs von dem Laden, Brax. Du bist jetzt in unserem Team. Sicher. Verpasse ich gerade was? Er ist die einzige Spur zu den Engineers. Niemand verhört ihn außer uns. Wer ist Andrew Coben? Andrew Coben. Hat mal so getan, als hätte er meine Tochter umgebracht, um mich zu erpressen. Wow. Und wieso lebt er immer noch? Gute Frage. Was machen wir, Sam? Moment. Schwierigkeit normal, Mission anhalten, Mission starten. Ich verstehe jetzt zwar nicht den Sinn, diese Sachen, die es da machen kann, aber okay. Naja, starten wir die Mission. Zeig mir den Unterschlupf. Was da? Das ist eine üble Gegend. Ich weiß, komisch, was? Normalerweise sind CIA-Einsätze im Mittleren Osten doch viel besser für alle zu erkennen. Konzentrieren. Am besten durchquerst du hier den Bazar. Auf dein Zeichen verlässt mein Kontakt den Unterschlupf und du hast danach freien Zugriff auf Coben. Auf Bildschirmen sieht es nie schwierig aus, Grimm. Damit das klar ist, Sam, unser Ziel lautet, den Mann zu befreien. Und zwar lebend. Jetzt du. Zeig mir die besten Beobachtungspunkte. Die beste Sicht hätte man hier und da. Sieht gut aus. Schnapp dir was Schallgedämpftes. Soll ich für Feuerschutz sorgen oder ein Ziel ausschalten? Charlie, du musst uns einen fahrbaren Untersatz besorgen. Was Unauffälliges. Ein Transporter. Geht klar. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Such lieber einen geeigneten Punkt für die Exfiltration. Irgendwo hier. Soweit alles klar? Beeilt euch mit den Vorbereitungen. Cockpit, wir fliegen nach Benghazi. Grimm sagt, dass Coben am Leben bleiben muss. Keine Toten. Benutze Rauch- und Blendgranaten. Keine Splittergranaten. Ja, okay. Da wird uns direkt schon gesagt, was wir nutzen sollen und was nicht. Hab ich denn das Richtige? Rauch- und Blendgranaten. Rauchgranaten haben wir. Blendgranaten. Kann ich nicht auswählen. Möchte ich aber gerne auswählen. Was nehme ich dafür weg? Ich nehme...
winzigen elektromagnetischen Impuls der Lampen und Elektronikkurs deaktiviert. Hatte zur Fernüberwachung an Oberflächen, kann Wachen anlocken, außer Gefecht setzen. Das ist schick. Hatte an Wänden und Böden, macht Geräusche zur Ablenkung in der Nähe befindlichen Feinde. Ja, das lege ich mal ab. Stattdessen nehme ich Blendgranaten mit. Gut, ich würde sagen, go! Beenden und Mission starten. Tja, und wie es auch gerade sehr passend ist für mein Spielziel, kann man sagen, keine Toten ist hier sehr erforderlich. Also wir dürfen keinen töten. Wir müssen das... Ja. Also ich weiß nicht, ob wir uns diesmal erwischen lassen dürfen. Gegen den Satz zu der Mission von letztens. Aber zumindest sollen wir keinen töten. Das heißt... Ja. Lebend ausschalten. Klingt interessant. Mal schauen, ob wir es schaffen. Ob ich es schaffe. Wir haben ein Problem. Ich versuche, seit du dort bist, meinen Kontakt anzupingen. Keine Reaktion. Briggs, hast du Sichtkontakt zum Versteck? Bin gerade angekommen. Sieht nicht gut aus. Auf dem Platz sind überall Milizen. Ja. Wir sind jetzt in Bengari. Und ich habe mal geguckt, was wir noch so erreichen sollen. Wie sollen, kann ich nicht das hier ein bisschen anschauen hier? Nee. Also wir sollen keine Leute töten. Wir sollen auch unbemerkt sein dann wieder. Das heißt also 100% Stealth. Das ist die Mission, die uns auferlegt wurde. Das heißt, ich darf also, selbst wenn ich will, nicht töten, also auch nicht irgendwie mich erwischen lassen. Tja, ich schaue mich doch mal hier um. Ich finde allgemein solche Basaren immer total interessant. Schade, dass hier bei uns in Deutschland sowas... Oh! Nicht gibt. Bitte mich nicht abballern, danke. Die Milizen blockieren den Vordereingang. Sam, soll ich einen Positionswechsel durchführen und zu dir stoßen? Behalt den Platz von Südwesten her im Auge. Bestätigt. Rücke vor. Grim, versuch's weiter. Meld dich, wenn du die Kontaktperson erreichst. Okay. Ja. Wir haben ein neues Ziel. Wir sollen jetzt hier lang. Okay. Ja, mal schauen. Ich habe geguckt, wir könnt hier ein Datenpad mitnehmen, wieder ein Laptop hacken. Und es gibt wieder eine... Toilette, haben Sie eine? In der Gasse. Danke. Auf Klo. Und wir haben wieder eine Person, die wir wieder mitnehmen sollen. Lebend, natürlich. Unter anderem Coben, als auch eine andere Person. Aber ich muss echt sagen, geile Sonnenbrille. Also die sieht sehr nice aus. Gefällt mir sehr, sehr, ja. Shukran. Ja, bitte. Neuigkeiten von der Kontaktperson? Negativ. Überall Milizen, Sam. Ich sagte, das würde kein Spaziergang. Wow. Wie schnell hat er sie denn umgezogen? Ach, wie geil! Bin noch in Bewegung. Ich sehe jede Menge Milizen da unten. Könnte laut werden. Wir werden so leise wie möglich sein. Ich gehe zum Seiteneingang. Geil! Nicht nur das Licht hier am, so nah, an der Brille haben wir umgeändert, sondern das gesamte Licht am, also überall, alle Leuchten sind jetzt rot. Geil! Das gefällt mir doch sehr. Was mein Menü halten und so zwischen tödlichen. Ja, genau. Nicht tödlich. Huh! Oh, nice! Das ist also die. Die Sicht, wo wir durch Wände gucken können? Auf jeden Fall. Nice!
So, Coben finden. Na dann, schauen wir doch mal. Verdammt, der letzte war aber schwer. Das ist das amerikanische Essen. Die von der CIA fressen und Cheeseburger und nichts entdecken, zielen zum Hinbewegen. Ach, ist okay. Wenn er zu Hause geblieben wäre, hätte er noch welche haben können. Eliminierung und Waffenkills füllen deine Ausschaltenanzeige. Okay. Wenn du den Boss in die Quere kommen solltest, kann dich das dein Leben kosten. So, der ist erledigt. Der Anzeige ist jetzt voll. Fähigkeit ausschalten ist bereit. Ausschalten bereit. Damit töte ich doch, oder? Die beiden Wachen markieren. Mit RB. Wie lange müssen wir draußen warten? So lange wie es sein muss. Okay. Überwachen die Ausgänge. Wer Ärger macht, wird jetzt Feind ist außer Reichweite. Nähere die Ausnutzung. Ah, so, okay. Besonders amerikanische Großmäuler. Verstehe. Ist mir recht. Y ausschalten, wenn deiner, wenn Gegner in Reichweite sind, aber dann töte ich die doch, oder nicht? Naja, egal, mal schauen. Kannst du erkennen, was sich im Unterschlupf befindet? Negativ, bin noch in Bewegung. Willst du das nicht? Keine Zeit, ich gehe jetzt rein. Naja, da war lautloser Kill und ich habe die eindeutig getötet. Naja, für die einen ist das jetzt schön, die wollten mal Kill sehen. Ich wollte eigentlich einen No-Kill-Run machen, aber naja. Ich finde jetzt etwas schade, dass man hier gezwungen wird zu killen. Ich würde da gerne vorher reinschauen. Ah, kann ich hier vielleicht. Okay. Sehr nett, also drei Typen. Den einen kann ich wieder so killen und den anderen mit meiner Ausschaltenfähigkeit. Ab geht's! Menschliches Schutzschild. Ah, nee, lautlos. Das müssen die doch mitkriegen! Naja, egal. Markieren. Markieren. Halten, um AK-47 aufzuheben. Naja, ich mag AKs nicht. Bam! Ja. Würde ich auch sagen, ne? So, was gibt's denn hier? Finde und schaffe an jedem Ort Datenpakete in der Paladin. Kannst du sie ansehen? Pause, extra. Okay, irgendwie höre ich hier gerade einen merkwürdigen Sound. Was ist das für ein Sound? Körper aufheben? Nee, will ich nicht. Ist das hier der Fernseher oder was? Nee. Was für ein Sound? Egal, machen wir weiter. Aha, das Ding vielleicht. Datenpaket, oh. Charlie, hab ein USB-Stick gefunden. Cool, ich suche darauf nach Infos über die Engineers und gebe dir Bescheid. Nice, gut, gib uns Dollar. Wunderbar. Es weiß hier, was das für ein Sound eben war. Shit, hier ist doch einer. Ganz leise. Ich sehe noch keinen. Du hast mehrere Ziele vor dir. Eins auf dem Balkon. Kann ich mich irgendwo reinschleichen? Geh in den Raum rechts von dir, dann aus dem Fenster und am Vorsprung entlang. Gute Arbeit. Erstmal Licht aus. So. What? Ganz ruhig. Kann ich den auslocken? Komm mal her, komm schon her. So, und weg mit dir. Genau, nochmal gegen
Bomsen. Ja, schön mit dem Licht aus hier rangelockt. So, da vorne ist auch noch meiner. Oder? Keine Ahnung, ich glaube, das ist irgendein Stromkasten oder so. Schauen wir doch mal hier. Suche ja immer noch ein bisschen genauer wegen dem Laptop, den wir hier finden sollen. Ups! Falsche Taste! Ich wollte das hier aufbrechen. Sah aber nice aus. Okay, sogar die gesamte Tür zertreten. Schalter benutzen. Okay, so, das hier müssen unverletzt bleiben. Ja, das sind zwei. Komm ich hier weiter? Nee, verdammt. Ich will gerne irgendwie das Licht ausschalten. Warte mal, wir haben doch Blendgranaten. Können wir damit was anfangen? Gut, da die Zivilisten müssen unverletzt bleiben. Wir können drei Ziele markieren. Und würde ich sagen. Bam! 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 Ja! Wollte zwar nicht töten, aber. Scheiß drauf! So, kann ich euch noch irgendwie was Gutes tun? Nö, na komm. Dann spielt er mit der Leichen. Mit den Leichen. Ich kann auch nicht mehr reden. So. Jetzt hier lang, okay. Läuft bisher gut. Betonung auf bisher. Soll ich da hoch? Ah. Okay. Zwei. Kommt er hier zum Fenster? Hey, du. Hm? Komm her. Komm her. Mir geht's gut. Nein, jetzt nicht mehr. Au. Das muss weh tun. Wow. Ich mach un. Ich habe etwas gehört. Bitte? Verteilt euch, seht nach, was es war. Tschüss. Da! Ich glaube, er ist da! Na komm her! Na komm her! Was ist? Da ist er! Ja, was ist denn? So, Headshot. Damit er nicht herkommen will. So. Ich glaube, das ist der Laptop da vorne, den wir holen sollen, oder? Was hast du denn da? Naja. Irgendwelche Krämpfe. Licht aus, Strom sparen. Unser Laptop habe ich immer noch nicht gefunden. Gesperrt. Okay, schade. In Position, Sam. Eine Spur von der Kontaktperson? Nicht zu sehen. Verstanden. Schalte aus. Hier rein? Ne.
checken wir doch mal. Hast du was aus dem Gefangenen rausbekommen? Okay, da ist also einer. Nein, ist noch keiner gekommen. Hey, warte einen Moment. Komm her. Komm her. Ich hab's nur mit Idioten zu tun. Bin okay. Noch besser. Okay, aber jetzt nicht mehr. Ja, sie durchsuchen den Rest davon. Kein Problem. So, kann ich jetzt nicht eine Blendgranate werfen gleich? Das war dumm. So, weg mit denen. Oh. Ah. So, einmal den markieren. Und den. Obwohl. Bams! Leg dich in den anderen rein, im wahrsten Sinne des Wortes. Bau! Ich würde sagen. Wir haben's, oder? Vorher guck ich noch hier ein bisschen rum. Bevor ich ihn rette. Vielleicht gibt's ja hier den Laptop, den wir ja holen sollen. Wohl offenbar nicht. Na gut. Gute Arbeit, Paket gesichert. Verstanden. Falscher Mann. Du hattest bestätigt, dass Cobin hier ist, Briggs. Körperbau, Position. Ich hatte vermutet... Du hast nichts zu vermuten, während ich im Einsatz bin. Deine Kontaktperson hat's erwischt. Weitere Milizen nähern sich. Du musst sofort verschwinden. Okay, alle Optionen, und zwar vorgestern. Schön, dass da Sprache okay, fehlt. Charlie ist verbunden. Na komm schon, Charlie. Wir suchen nach einem Ort. Briggs, klarmachen für Evakuierung. Ja, verstanden. Transporter setzt Truppen ab. Es sind etwa ein Dutzend. Brücke vor. Kriegt Feuerschutz. Ich habe eine Blaupause der Polizeistation besorgt. Sieht nicht gut aus. Milizen haben sie übernommen und befestigt. Negativ. Cobin ist unsere Spur zu den Hintermännern von Blacklist. Wir gehen nicht ohne ihn. Briggs? Geh weiter. Ich lenke ihr Feuer auf mich. Okay, also das finde ich jetzt etwas doof gemacht, dass sie da irgendwie die Sprachausgabe von den Charlie total leise gemacht haben. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ihr hört es ja selbst. Mal leise, mal laut, mal so, mal so. Also das ist schon sehr extrem nervend. Gut, wir sollen jetzt hier... ja, hier lang. Zivilisten müssen immer noch... am Leben bleiben. Tja, das war halt die falsche Person. Na super. Hallo, was soll das? Bitte da gerne rüber. Briggs, du kannst nicht alle stoppen. Positionswechsel. Bestätigt. Ich rücke ab. Wow. Na komm her, komm her. Na los. Uhu. Ich glaube... ich hab was zu tun, tschüss. Ich bin dann mal weg. Naja, jetzt habe ich doch ein paar Leute killen müssen. Seid ihr jetzt zufrieden? Verstanden. So, den schnapp ich mir aber. Alter, wie viel hält denn der aus?